So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde an alle Webinar-Teilnehmer. Erstmal guten Morgen und ich will hoffen, jeder hat die gestrige FED-Sitzung gut überstanden. Frage zu Beginn: Könnt ihr das Bild sehen und mich hören? Dann können wir auch so gleich durchstarten. Heute zum nächsten Workshop rund um den Forex Bull. Da freue ich mich sehr, dass wir hier weiter an den Start gehen und auch, dass das Interesse immer mehr und mehr zunimmt. Klarerweise auch durch natürlich hier gute, positive Pattern der jüngsten Zeit. Das ist aber natürlich kein Garant. Ich werde heute wieder ein Stück weit auf das Tool eingehen und auch hier nochmal die Nutzungsweise erklären, die natürlich hier am Ende des Tages immer wieder auch sehr individuell zu bestimmen ist, Schrägstrich immer wieder auch mit den eigenen Setups in Einklang zu bringen ist. Aber am Ende ist es kein Hexenwerk und wie es schon sozusagen definiert ist auf der Landingpage oder auch hier direkt zu sehen, es ist ein Handelssignaltool mit automatischen Kursprognosen und auch Handelsempfehlungen in Richtung der Trendausrichtung, also Long, Short, Schrägstrich, Bullish oder Bärisch. Alex, hören ja, sehen noch nicht. Das wundert mich, weil ich gebe zu, der Bildschirm ist noch nicht fokussiert. Danke. Bild und Ton sind gut. Jetzt seht ihr auch den ersten Slide. Insofern perfekt. Ich möchte auch heute, das war so ein Stück weit das Feedback der letzten Workshops, nicht zu sehr auf die Theorie und die Saisonalität eingehen, so wie es ja praktisch auch diese Slideshow vorsieht, sondern ich möchte euch ein Stück weit in die Praxis natürlich mitnehmen und auch zur Bedienung. Deswegen hier zu Beginn gleich mal die Frage in die Runde, wer denn schon mit dem Forex Bull arbeitet? Und wenn jemand arbeitet, wo gibt es Probleme? Fragen, Schrägstrich, wer es noch nicht kennt, das Tool. Auch gern reinschreiben, was von Interesse ist. Dieser Workshop ist ein Workshop, wo es darum geht, dass ich hier natürlich zeige, wie man ihn anwenden kann, den Forex Bull. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, dass Nutzer, User, Schrägstrich Interessenten hier natürlich auch eine Schnittstelle haben, den Forex Bull zu nutzen, beziehungsweise in der Anwendung nutzen und hier natürlich die Möglichkeit haben, direkt in den Kontext zu gehen. Wenn wir Lizenzanfragen und dergleichen erhalten, gibt es auch immer, wie gesagt, eine Infomail zum Forex Bull dazu. Das heißt, die Kontaktaufnahme ist natürlich ohnehin jederzeit mit dem Team rund um JFD, Schrägstrich auch mit dem Forex Bull Team möglich. Das will ich an der Stelle gleich mal einwerfen. Also, wie gesagt, heute geht es ein Stück weit zur Sache rund um den Forex Bull. Ich kann auch gleich ergänzend hinzufügen, dass wir natürlich hier auch mit dem Handbuch so gut wie fertig sind. Es wird hier auch eine kleine, sage ich mal, Anpassung beim Forex Bull selber geben. Im Tool nichts Großes, verändert überhaupt nicht die Logik und die Vorgehensweise. Aber bei den Tools werden wir hier die ein oder andere Veränderung noch herbeiführen, die wir im Rahmen der Erarbeitung des Updates vom Handbuch sozusagen eruiert haben. Und da wird, wie gesagt, in Kürze sowohl das Update selbst erfolgen als auch das Handbuch. Und mit dem Handbuch ist natürlich auch wieder ein Pamphlet, sind wir schon in der Überlegung dazu, so eine Art Kurzversion sozusagen zur Bedienung zu machen. Also nicht nur ein Handbuch, sondern auch eine, wie bediene ich sozusagen im kurzen Abriss das Tool. Und das wäre auch interessant für das Feedback von euch. Natürlich mit Videos, mit Kurzclips. Das heißt hier auch keine Webinaraufzeichnung wie jetzt, sondern mehr alles so in kleinen Kurzclips euch sozusagen scheibchengerecht erklären. Obgleich das natürlich in Ergänzung mit so einem Handbuch das Allerwichtigste ist. So. Gut. Ah, da kommen die ersten Feedbacks auch rein. Vielen, vielen Dank. Geht weiter. Klarerweise geht es darum, für die, die neu sind, was ist der Forex Bull überhaupt? Da will ich gar nicht jetzt der Vorrede so viel verlieren. Ihr lest es ja letztlich selbst hier auch auf den Slides. Im Prinzip arbeitet der Forex Bull sozusagen mit einer Pattern-Logik und analysiert hier die vergangenen Muster auf Tagesbasis, Kerzen und macht hier im Rahmen der Fuzzy-Vektor-Logik eine Auswertung und sozusagen eruiert zwischen Schwarz und Weiß auch die Grauzonen und visualisiert hier eine mögliche Tagestendenz. Und die erfahrt ihr gerade für Forex
im Prinzip schon ab 23 Uhr. Da kann der Forex Bull sozusagen das Update abrufen und dann kriegt man die Pattern, die am nächsten Tag in Erscheinung treten können, schon am Abend serviert. Schrägstrich für die Indizes ist das in der Nacht zwischen 2 und 3. Ich denke, da wird nicht jeder aktiv sein. Insofern, was ich in der Regel immer mache oder auch wir, wenn wir den Forex Bull bedienen, zwischen 6 und 8 am Morgen hat man die aktuellen Signale und da kann man dann auch mit der Kristallkugel hervorragend arbeiten. Das ist sozusagen auch nochmal hier ein ergänzendes Tool für den Forex Bull. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, macht er eine Mustererkennung anhand eben der klassischen Candlestick-Parameter Open, High, Low, Close und liefert eine Prognose für das High, Low und Close. Ja, weil das Open ist natürlich auch so eine Sache. Das werden wir auch heute sehen, wenn wir live reinschauen in den Forex Bull. Wir haben ja auch die Indizes frisch dazu bekommen, also nicht alle, der DAX und der Dow Jones und der Eurostoxx und der Nikkei 225 aus Japan, die waren schon dabei. Wir haben aber hier jetzt eben den S&P 500 und den Nasdaq 100 inkludiert. Das heißt, es gibt auch viele Indizes. Hier hat man aber natürlich entgegen dem Forex-Markt den Overnight-Handel nicht so ausgeprägt, obgleich die Futures ja länger handeln als früher noch. Aber es ist dennoch so, dass man hier natürlich auch Abweichungen hat zu dem entsprechenden Opening. Und da ist auch nochmal wichtig zu verstehen, der Forex Bull wirft hier Parameter im Rahmen der Mustererkennung für den laufenden Handelstag aus. Und hier ist auch die Trendrichtung entscheidend. Er sagt eben, bullisches Pattern, bärisches Pattern, das kann man dann noch mit der Wochentagsstärke abgleichen. Und dann wirft er im Prinzip auch sozusagen orakelte Hochs, Tiefs und eben auch den Close voraus. Diese sind in der Regel teilweise graduell erreichbar. Häufig werden sie, wenn das Momentum nicht erreicht wird oder nicht ausreicht, gar nicht erreicht oder aber sie werden auch überschossen. Das heißt, hier niemals diese Zahl, und da zeige ich euch jetzt mal direkt ein Beispiel aus dem Live-Chart, zu genau nehmen. Ich muss aber sagen, grandios zum Auftakt, und hier haben wir auch den Livestream, liebe Teilnehmer, Livestream, was sage ich, meinen eigenen Desktop sozusagen, wo ihr auch hier versorgt werdet, wenn ihr mit dem Forex Bull arbeiten wollt, beziehungsweise Ideen, Anregungen, Artikel gibt es hier immer. Und ich würde jetzt auch gleich mal die Landingpage reinstellen, weil auch schon jemand gefragt hat, der sich hier angemeldet hat, aus Interesse, um was geht es hier eigentlich? Klarerweise, ich hoffe, du hast das Intro gelesen. Hier geht es um unser Tool, dem Forex Bull. Und ich schiebe euch jetzt die Landingpage rein. Für alle, die das Tool sozusagen noch nicht nutzen oder kennen, man kann dieses Tool kostenfrei 14 Tage testen und im Nachgang dann gibt es eine, ja, Lizenzgebühr, klarerweise. Das ist aber netto 1 Euro am Tag, also für das, was man bekommt, auch Saisonalität, Wochentagsstärke und eben Intraday-Ideen ist das meines Erachtens nicht zu viel verlangt. Und der Entwickler hat da ja auch jahrelange Arbeit reingesteckt, Schrägstrich, es entwickelt sich. Und ich sage mal, das ist immer noch ein Schnäppchen dafür, dass das eigentlich nur für den institutionellen Bereich vorgesehen war. So, jetzt habe ich immer die Landingpage reingeschoben. Wenn ich draufklicke, müsste hier die Landingpage gleich auftauchen zum Forex Bull, wenn die Verbindung hinhaut. So, da haben wir sie. Und hier ist im Prinzip kurz erklärt, worum es geht. Auch nochmal entsprechend, wann die Signale kommen. Und eben hier nochmal der Hinweis, dass wir hier mit JFD eben das Case gebaut haben, für unsere JFD-Kunden dieses Tool dauerhaft auch nutzbar anzubieten. Und das ist sozusagen, wenn man hier auf Los geht's klickt, dann hat man hier unten im Prinzip die Demo-Version und eben auch hier dann die Option. Und das ist eben die Verbindung, dass man einen Live-Account bei JFD haben sollte, Schrägstrich muss, wenn man dieses Tool dauerhaft nutzen will. Aber ohne Mindesteinzahlung. Es geht nicht darum, dass wir euch zum Handeln animieren. Es geht aber hier um das Commitment, dass wir natürlich hier die Kooperation dahingehend pflegen. Um das Tool überhaupt möglich zu machen, wollen wir da auch sozusagen eine Partnerschaft, die, wenn ihr denn auch live handelt, natürlich auch dann echte Marktausführung bekommt und nicht irgendwo bei einem, sage ich mal, unseriösen Broker, wo es alles umsonst gibt, wo es keine Spreads gibt, wo nicht der reale Markt gehandelt wird, wo ihr am Ende gegen den Broker handelt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wenn ihr das Tool nutzt, dann soll es auch den fairsten und transparentesten, das ist das richtige Wort, Markt sogar haben. Und das ist natürlich dann hier unverändert. Die Firmenethik lässt grüßen. JFD, Just Fair and Direct. So, also hier der Forex Bull. Ich würde jetzt auch mal sagen, ich schließe den am besten mal, den ich hier aufhab. Ich sehe gerade vom Roger auch die Frage. Ich hole mal heute hier die heutigen Pattern voraus. Und mich wundert es, dass du sagst, die grün und rote
Aufteilung siehst du nicht. Da würde ich, also entweder schau mal hier bei Hilfe zum Programm, welches Update du hast, welche Version. Die letzte ist die 1.94 und die solltest du auch haben. Wenn deine Version älter ist, dann müssten wir hier ein Update fahren, Schrägstrich in der Regel, und so ist auch mein Kenntnisstand, updatet sich der Forex Pool automatisch bei Neustart. Soll heißen, wenn du hier das Update hast, dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Wenn du dieses nicht siehst, dann bitte ich dich auf jeden Fall, ich gebe dir die Adresse gleich mal rein in den Chat überhaupt. Das ist komisch. Du sagst, du hast die Punkt 194, ist aber überhaupt kein Problem. Da ist es ein individuelles Problem, glaube ich, weil jeder andere hat diese Sortierung. Und das ist mit dieser Version auch sozusagen gekommen. Es wird, wie gesagt, eine 1.95 geben, wo wir dann hier bei den Tools auch ein, und das ist die Idee, diese Korrelationsmatrix auch anders als wie sie jetzt zu sehen ist, gestalten. Wir hatten ja zuletzt auch die ATX-Liste hier sozusagen geupdatet. Jetzt kann man hier sozusagen auch einzelne, ja, Asset-Klassen sortieren, aber dazu gleich mal mehr. Wie gesagt, lieber Roger, die E-Mail am besten mal hier an s.burkhardt schicken, beziehungsweise info@forexbull.com. Lass mich nochmal kurz gucken. .de ist es. Ich schicke sie kurz in den Chat. Da können Sie auch gern eine E-Mail bzw. Fragen hinschicken. Und dir, lieber Roger, schicke ich die E-Mail jetzt mal direkt nochmal so rein, damit wir da sicher sind. Und da werden wir diese Thematik auch sicher gelöst bekommen. So, E-Mail-Adresse geht sogleich an dich. Da müsstest du sie haben. Das ist aber merkwürdig. Das ist auch nichts, was mir jetzt bekannt ist, dass das bei dir nicht auftaucht. Ich hoffe aber, die Sortierung stimmt dennoch. Das heißt, heute hast du zum Beispiel den S&P 500 oben und den Bitcoin ganz unten. Somit hier mal zum Tool. Also, wenn ihr das startet, da fangen wir jetzt gleich mal an. Wenn der ein oder andere hier natürlich noch eine größere Einführung braucht, im Rahmen der, wie funktioniert die Fuzzy-Logik? Was ist das überhaupt? Was sind Saisonalitäten? Dann bitte an mich wenden. Dann würde ich hier das natürlich entweder im zweiten Workshop oder auch nochmal klassifiziert unterscheidet wissen. Grundsätzlich gehe ich jetzt hier nochmal kurz zu den Slides. Da waren wir gerade schon stehen geblieben. Mich kennt ihr hoffentlich auch alle. Und ansonsten gehen wir hier durch die queren Saisonalitäten mal durch, weil hier gleich ein bisschen die Grundzüge, aber ich will eigentlich an die Herangehensweise vom Forex Bull sozusagen appellieren. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass wir eben im Devisenradar klarerweise jeden Tag das Setup durchspielen. Das share ich auch gerne nochmal den YouTube-Channel gleich. Also nicht jeden Tag. Heute zum Beispiel gab es keine Pattern und ich schaue auch nicht jeden Tag nur auf die Pattern, sondern analysiere natürlich den breiten Devisenmarkt. Aber aktuelle Setups gibt es in der Regel auf jeden Fall mehrmals wöchentlich auch im Devisenradar. Allerdings natürlich nicht alle, weil da würde die Sendung auch nicht reichen. Und es gibt eben auch Tage wie heute, wo die Signale schlichtweg nicht brauchbar sind. Das heißt, hier muss man natürlich auch immer wieder am Ball bleiben und den Markt natürlich auch zeitnah verfolgen. Und im Radar, wenn ich dann ein schönes Pattern habe, dann werde ich das auch vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, Live-Trading Room ab 10, da bin ich auch hin und wieder Gast. Gestern zum Beispiel haben wir hier auch US-Dollar-Yen gecovert, wir haben auch Euro-US-Dollar uns angeschaut, den Goldpreis ohnehin, da wie gesagt immer wieder nachschauen. So, und hier haben wir die Erklärung zum Forex Bull im Rahmen seiner Analysemethodik. Wie hängt das zusammen? Was ist der Ursprung, ohne es zu kompliziert zu machen? Wir machen hier klassisch eine Mustererkennung und orientieren uns hier an der technischen Analyse, an der Charttechnik, an diesem zweidimensionalen Raum, der uns hier im Rahmen der Price Action vorliegt. Und dort erfahren wir mit dem Forex Bull eben diverse Prognosen. Ich will noch mal ganz kurz auf den Forex Bull hier darstellungstechnisch eingehen, weil, wenn ich euch das jetzt vorstelle, das Tool, nutze ich dieses für die Top-Indizes, die lasse ich mir einfach mit anzeigen, die wähle ich mit aus und auch für Gold und Silber, welche auch hier beim Forex Bull mit den Währungssymbolen XAU und XAG geführt werden. Plus die Kryptos habe ich noch mit drin bei mir im Screener, die müsst ihr aber praktisch nicht reinmachen. Das heißt, ihr könnt hier individuell festlegen, was ihr am Ende des Tages nutzen wollt für euer Screening. Ihr könnt im Prinzip auch, ich meine, in Summe sind es an die 60 Währungspaare. Ihr könnt auch den US-Dollar gegenüber dem mexikanischen Pesos mit einer Pattern-Logik analysieren. Doch der Forex Bull hat seinen Schwerpunkt ja in den Intraday-Pattern. Und
Auch wenn die Kristallkugel, dazu komme ich noch im weiteren Verlauf, auch eine Vorausschau auf 5 Tage liefert, denke ich mir, aus der Praxis heraus ist es am zweckmäßigsten, wenn man diesen Forex-Pool von Tag zu Tag neu anwendet und hier das frische Muster für den Tag bezogen im Blick oder im Hinblick an die Historie auswählt. Und der Forex-Pool kann auch 5 Tage in die Zukunft schauen, nur dann orakelt er halt praktisch sozusagen die heutige Kerze, die morgige, die übermorgige, und das ist natürlich etwas, wo es dann immer grauer wird, ja, wo ich einfach sage, tendenziell schön, aber einfach von der Logik her hast du was Substanzielleres, wenn du das eben jeden Tag nutzt, und da ist das Intraday-Tool der Forex Bull eben hervorragend geeignet. Und da hast du hier mit Gold und Silber plus, und hier haben wir die 8 großen Währungen gecrossed. Ja, wir sehen hier den Australdollar, den Neuseelanddollar, den Euro, das britische Pfund, den Schweizer Franken, den kanadischen Dollar, den US-Dollar. Jetzt habe ich eins vergessen. Und den Yen, meine ich, genau. Dann haben wir 8 Währungspaare. Und wenn man die crossed, dann hast du 28 Währungspaare zur Auswahl, die eben hier auch der Forex-Bull punktuell analysiert. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Den Tipp gebe ich euch. Fangt hier mit diesen 28 plus 2. Sozusagen habt ihr den DAX auf den Währungsmarkt bezogen, den DAX 30 für Forex zur Anwendung. Und dann scannt ihr praktisch jeden Tag diese 30 Währungspaare. Gold und Silber, wie gesagt, ja auch bei uns am Interbankenmarkt handelbar als Spotpreise. Und deswegen auch hier die Währungssymbole Gold in US-Dollar gehandelt und Silber in US-Dollar gehandelt. Und ja, das ist praktisch wie der DAX 30 für die Währungen, wo ihr dann Intraday-Impulse bekommt. Das mal als Hinweis, welche Währungspaare ihr auswählen sollt und könnt. De facto, wenn ihr auf Download Forex Bull geht, dann wird praktisch eine Exe-Datei runtergeladen. Diese Exe-Datei ist natürlich wenn ihr dies von dieser Landingpage runterladet, von dieser sauberen Page, also es ist keine Schadsoftware oder irgendwas. Es gibt Programme, Programme, Systeme, die Firewalls haben, die dann anspringen. Eine Exe-Datei ist ja eine Ausführungsdatei, das heißt, hier muss man immer Adminrechte haben oder eben auch wissen, woher die Datei kommt. Letztlich ist es, wie gesagt, eine eigene Software, die man letztlich runterlädt und eben dann entsprechend aktiviert. Und wenn man den Forex Bull dann aktiviert, dann geht der sozusagen erstmal in einen Modus der. Jetzt mache ich das mal kurz klein. Jetzt habe ich mich angemeldet, muss erstmal das Passwort noch bestätigen. In einen Modus der Update-Abfrage. Das heißt, hier wird automatisch zu Beginn immer das Update abgefragt. Und dann habt ihr dieses, sage ich mal, recht nüchtern wirkende Bild. Fangen wir mal ganz von vorne an. Hier oben gibt es, wie gesagt, verschiedene Button. Datei ist dann hier öffnen, speichern und den Szenario-Rechner. Aber es geht vielmehr jetzt hier um die Kristallkugel. Die schauen wir uns gleich mal an. Da kann man sich sozusagen verschiedene Headlines auswählen, was man mit der Kristallkugel machen wird. Sprache erklärt sich selbst. Tools, das ist auch, sage ich mal, selbsterklärend. Wird es auch oder findet ihr jetzt sogar schon im Handbuch erklärt. Hier mit der Hilfe bekommt ihr praktisch das alte Handbuch. Das ist aber wirklich alt und zu Teilen auch noch komplexer, als das neue sein wird. Hier der Tipp. Wartet's ab, wenn das neue Update da ist, werden wir auch an allen registrierten Teilnehmern das Update als separate Datei PDF zusenden, beziehungsweise einfach den Hinweis geben, hier unter Hilfe habt ihr sozusagen das aktuelle Handbuch abruffähig. Und dann kommen, wie gesagt, noch Videos dazu, die wir hier auch gern integriert. Hier habt ihr einfach mal Beispiele zu einer Live-Analyse, und Analyseberichte gibt es dann hier auf dem Facebook-Kanal auch von Zeit zu Zeit. Tatsache aber, wie gesagt, hier die Tools. Selbst erklären, ADX-Liste ist sozusagen ein Momentum-Rechner. Und da will ich jetzt gerade, wenn wir dann auf das Szenario gehen, wenn wir die Werte bestimmen, speziell darauf eingehen. Also wir haben hier letztlich die Asset-Klassen. Und wenn ihr ein eigenes Szenario anlegt, und das Szenario ist das, wovon ich gerade sprach, dass ihr sozusagen Währungen identifiziert, eben die 28 Crosspairs plus Gold und Silber. Und dann habt ihr die sozusagen als eigenes Szenario. Und da könnt ihr euch auch die ADX-Liste von eben hier diesem Szenario anzeigen lassen. Ich gehe jetzt mal hier, die ist kürzer, auf die Indexliste. De facto wird hier praktisch der Markt gescannt im Rahmen der ADX-Bewertung. Der ADX selber ist hier sozusagen ein Trend. Indikator, der nicht die Richtung anzeigt oder hier möglicherweise Kauf- oder Verkaufssignale, sondern er zeigt Überhitzungszustände an. Und hier der ADX, der sozusagen auf Tagesbasis immer die Werte vom ADX bemisst, signalisiert hier, da sehen wir jetzt recht wenig, wir gehen jetzt mal auf die ADX-Liste Forex, da kommt ein bisschen mehr.
wann sozusagen Extremwerte erreicht werden. Und das beginnt ab 60 und dann wird eben verfolgt, hey, was ist der letzte Wert, was ist der vorletzte Wert, steigt das noch oder fällt das? Und dann sehen wir hier beim Euro zum Beispiel, der norwegischen Krone, Euro, türkisch Lira, hier seht ihr übrigens jetzt alle Währungspaare, die der Forex Bull hat, das ist eine ganze Liste und gerade Euro, norwegische Krone oder Euro, türkisch Lira ist jetzt nichts, was ich jetzt primär handeln würde im Intraday-Bereich. Und insofern, nice to know, hier die ADX-Liste, die visualisiert, wann sozusagen Überhitzungszustände am Markt zu identifizieren sind. Und das kann man dann nutzen, um zum Beispiel, das habe ich dann oder wurde auch vielmehr im Handbuch dann nochmal explizit beschrieben, wie man diese ADX-Liste verwendet. Es ist im Prinzip ein heiß gelaufener Markt, der dann hier unter Umständen auf kurzfristige Basis bezogen, sowohl Intraday als auch möglicherweise ausbaufähig für 2 bis 3 Tage auf Swing-Trading-Basis hier einen hervorragenden Entry liefert. Und Werte über 60, da schlägt sozusagen der ADX-Scanner an und signalisiert hier, dieses Währungspaar mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und gerade jetzt hier zum Beispiel British Pfund, Neuseeland-Dollar können wir uns auch gern mal genauer anschauen in diesem Kontext. Eins nach dem anderen, das war die ADX-Liste. British Pfund, Neuseeland-Dollar merken wir uns vor. Und jetzt gehen wir mal hier zum Szenario. Das ist sozusagen das Kernstück des Forex Bull, weil ihr legt hier praktisch die Werte fest, die auch hier im Prognosezeitraum entsprechend definierbar, die bewertet werden sollen. Und wie gerade schon gesagt, der Forex Bull kann auch in die Zukunft vorausschauen, ja, 2, 3, 5, 10, 20 Tage, aber gerade für den Intraday-Bereich wählt es hier den entsprechenden Eintageshorizont aus. Und dann, das könnt ihr aber auch spielen. Ihr könnt hier, wie gesagt, ein Tag, 2 Tage, 3 Tage, spielt ein bisschen mit dem Tool rum. Ich erkläre es euch jetzt mit dem Eintages, Horizont. Und dann hat man hier im Prinzip den Auswahlbutton der Werte. Hier sieht man wieder die Assetklassen. Und hier haben wir Forex 24. Das heißt praktisch nichts anderes als das ist der 24-Stunden-Handel. Denn zu Beginn gab es den Forex Bull auch mit Währungen, die hier im Handelsfenster von 8 bis 22 nur gescannt wurden. Und klarerweise hatten wir da die Asia- und Night Session nicht dabei. Funktionierte beim Forex Bull dennoch gut, aber hier haben wir natürlich jetzt die 24-Stunden-Preise inkludiert und das ist natürlich eine noch viel bessere Basis. Tatsache ist, ihr habt hier alle Währungspaare aufgeschlüsselt, inklusive der Kryptos, ob man die jetzt mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Sie haben großen Spread, sie sind sehr volatil, andererseits wieder auch sehr lethargisch. Wir bei JFD bieten auch die Kryptos als CFD an. Klarerweise nicht direkt den, sage ich mal, klassischen Coin an den Wallets, sondern eben als Derivat auf den entsprechenden Kryptowert bzw. die Kryptowährung. Und hier stelle ich auch diese gern mal vor, obgleich natürlich hier auch natürlich große Spreads vorhanden sind. Das ist aber hier produktbezogen, denn die Kryptos selber schwanken natürlich gerade im Bereich zu den Devisen noch viel, viel mehr. Und es ist auch klarerweise ein viel illiquiderer Markt, als es der Forex-Markt ist. So, wir hatten aber British Pfund, Neuseeland-Dollar. Wenn ich nicht irre, als Währungspaar machen wir das direkt mal hier zum Szenario dazu. Das heißt, dann lädt sich sozusagen das Pattern ein. Und das ist ganz spannend heute beim British Pfund Neuseeland-Dollar. Da sehen wir hier sozusagen diese heutige Pattern-Analogie und spannend zu sehen, dass wir hier bärische und bullische Pattern heute haben. Und ihr seht hier sozusagen die heutige Tagesprognose für den 17.09. Ein bullisches Pattern, zwei bärische. Das kommt nicht häufig vor, ist aber durchaus denkbar, dass sowas auftritt. Ja, im Prinzip ist es eine Pattsituation, zumal wenn ich mir die Pattern-Häufigkeit anschaue, 31, 3 und 6 zu vernachlässigen, ist es nichts, worauf man sein Augenmerk lenken sollte. Aber zur Erklärung, weil wir gerade mehrere Pattern haben, wir haben hier die Prognosedetails, die sozusagen der Forex Bull identifiziert hat im Rahmen der historischen Auswertungen. Und da haben wir eben dieses bullische Pattern, wir sehen es hier visualisiert im kleinen Chartfenster, mit einer sozusagen Trefferquote von 61,3%. Ja. Oder dann hier speziell, jetzt mal aufs bullische Pattern, Trefferquote 61,3% und an einer Häufigkeit der ja, Erscheinung dieses Musters von 31. Ergibt heute entsprechende Parameter, wie schon eingangs gesagt, hoch, tief und close. Und am Ende des Tages stellt man sich natürlich dann die Frage, ja, was soll ich jetzt machen? Gehen wir dann noch gleich zu einem Live-Chart über. Aber grundsätzlich haben wir hier das bullische Pattern, hier das eine bärische und hier das zweite bärische. Und wenn man dann sozusagen, ja, den Summenzug bilden will, kommen wir auf den Nenner. Okay, was soll ich hier machen? Im Prinzip eher nichts. Denn wir haben kein wirklich starkes Pattern. Starke Pattern sind Pattern, die ab 30 eher dreistellig sind. Also es gibt auch Pattern, die man
mit 50er oder 60er Zahlen handeln kann, wenn die Trefferquote gut ist. Aber für mich generell eigentlich dreistellige Pattern grundsätzlich interessant, Schrägstrich alles, was über 30, Schrägstrich 50 geht. Also dieses Pattern könnte man schon mal in Erwägung ziehen. Hier bedarf es aber natürlich immer auch dem Blick auf den Live-Chart, Schrägstrich, was macht denn das Währungspaar gerade? Wir sehen ja hier im oberen Muster die entsprechende Preisentwicklung anhand der Barcharts. Und wir sehen auch hier, das ist der ADX, das ist die ADX-Liste, von der ich gerade gesprochen habe. Und bei Werten über 60, hier haben wir auch diese rote Trennlinie, dann schlägt der sozusagen an und passt auf und signalisiert mögliche Umkehrpunkte. Das heißt, je schärfer der Markt nach oben steigt, und hier geht es nicht um Trendrichtung bei diesem Indikator, sondern hier geht es um Trendstärke, Trendmomentum. Und wir sehen hier diesen Aufwärtstrend, der wirklich recht hitzig war. Und dann erschöpfte er sich aber auch im Kontext, dass der ADX sozusagen umkehrte. Und eine ähnliche Situation sehen wir jetzt hier im Rahmen dieser jüngsten Abwärtsbewegung. Der Markt korrigierte nach unten, erfuhr hier auch dann sozusagen eine Schärfe der Trendbewegung. Und jetzt sind wir wieder über 60 und der Markt kehrt um. Möglicherweise haben wir hier eine Bodenbildung. Und genau das zeigt sozusagen der ADX dann an, der jetzt übrigens auch mit dem British Pfund Neuseeland-Dollar, den wir jetzt hier im Szenario schon integriert haben. Jetzt gehe ich mal hier rüber. Schaut's, jetzt haben wir den sozusagen in die Szenarioliste gezogen und das könnt ihr mit jedem einzelnen Wert machen und eine eigene Szenarioliste anlegen. Also nochmal, wir fahren hier gleich weiter fort. Das heißt, ihr wählt hier die Währungspaare aus, die von Interesse sind. Rechter Mausklick, ja, und dann Wert zum Szenario hinzufügen. Also Euro mexikanischer Pesos würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Euro norwegische Krone auch nicht. Euro Neuseeland-Dollar ist schon wieder eines dieser Cross-Rates, welches ich gern nehme. Und damit Wert zum Szenario hinzufügen, bums, dann lädt es ein und dann haben wir heute kein Pattern. Gehende Lehre, aber wir haben dieses Szenario schon mal angelegt mit diesen zwei Währungen und das kann man dann hier, jetzt erscheint das auf der anderen Seite leider Gottes, aber als Szenario speichern. Ja, und wenn ich jetzt hier dann mal öffne zum Beispiel, wollen Sie das aktuelle Szenario speichern, dann kann man dieses Szenario abspeichern mit diesen zwei Währungspaaren oder dann eben auch ein neues öffnen. Ja, also ein Szenario, welches ihr angelegt habt, entweder nur für Indizes, nur für Rohstoffe, nur für Währungen, Schrägstrich generell für die Märkte, die für euch von Interesse sind. Und dann könnt ihr euch dieses Szenario sozusagen anzeigen lassen. Speziell natürlich dann auch, wenn ihr Wunschwerte habt, zum Beispiel alle lieben Euro-US-Dollar, den speziell mal mit reinnehmen. Und ich lese gerade vom Udo Euro-Britisch Pfund, rufe ich dir gerne auf, können wir direkt reinnehmen. Heute zum Beispiel auch Euro-US-Dollar, schaut sehr bullisches Pattern. Aber die Signallage, ich erwähnte es eingangs schon, ist heute mau. Also heute haben wir definitiv keine interessanten Signale. Kommt nicht oft vor, sondern eher selten, aber klarerweise gibt es hier auch nie Garantien, dass es jeden Tag super Signale gibt, weil es ja natürlich immer an der historischen Entwicklung liegt, ob gute Signale folgen. Es gibt andererseits Tage, da hast du 10, 15 Signale und weißt gar nicht, welches du auswählen sollst. Und da komme ich auch noch dazu, wie ihr das praktisch dann filtert. Jetzt nehmen wir noch Euro-Britisch Pfund vom Udo dazu. Zack, mal einladen, was hier passiert. Auch kein Pattern. Jetzt haben wir aber, um das nochmal zu verdeutlichen, diese vier Szenarien dabei. Ah, jetzt kommt noch einer. US-Dollar Cut. Nehmen wir den noch dazu. Da haben wir die Top 5 und dann fügen wir sie dazu. Ich weiß, dass der kanadische Dollar heute ein Pattern hat. Deswegen zeigen wir es gleich mal an. Und zwar auch ein stärkeres. Da sehen wir es hier. Das sieht schon graduell gut aus. Hier mit 425 Erscheinungen, einer Trefferquote von rund 64%. Das sieht schon mal gut aus. So, diese fünf Szenarien haben wir jetzt sozusagen rübergezogen und das ist unser Szenario, was wir jetzt, gut, jetzt haben wir nicht nur eine Währung am Start, sonst könnten wir hier sagen, Neuseeland-Dollar-Pairs oder US-Dollar-Pairs oder British-Pfund-Pairs. Das kann man sehr individuell gestalten und Szenarios noch und nöcher anlegen. Und wenn wir dann hier sozusagen auf diese ADX-Liste gehen, dann können wir hier auch dieses Szenario direkt filtern. So, da kommen diese fünf Werte. So, und da sehen wir im Prinzip, aha, wir haben beim British Pfund Neuseeland-Dollar eine interessante Konstellation. Der Markt heizt hier weiter ein mit Werten von 60 ausgehend. Der vorletzte Wert war 72. Und jetzt wird es eben spannend. Der ADX ist ja gestiegen tendenziell. Rufen wir uns gleich British Pfund Neuseeland-Dollar nochmal auf. So, warte mal, jetzt müssen wir nochmal oben klicken. Dann haben wir ja ganz oben zu stehen. So. Dann holen wir uns die ADX-Liste nochmal rein. Da haben wir sie. Und da wird eben erkennbar, dass der sozusagen top. Das heißt, der letzte Wert ist tiefer als der vorherige.
Und jetzt ist durchaus eben zu betrachten, in welcher Trendrichtung ist das britische Pfund Neuseeland-Dollar unterwegs. Und wir waren hier sozusagen in einem Abwärtsimpuls, der sich jetzt mehr oder weniger abschwächt. Das heißt, hier könnte ein Long-Setup interessant werden. Das genaue Detail findet sich auch nochmal im Handbuch danach zu lesen. Wie gesagt, das ist ein zusätzliches interessantes Feature, um überhitzte Märkte zu identifizieren. Deswegen die ATX-Liste. Lasst uns mal ein Szenario laden, so wie ich es praktisch immer nutze. Vektorszenario laden. Das heißt, wenn ihr euch hier ein Szenario angelegt habt, könnt ihr das, wie gesagt, individuell speichern. Ihr könnt es aber auch schließen. Möchtet ihr das aktuelle speichern? Nein. Dann kommt aber hier dann die Tabelle nach dem Motto, jetzt muss ich es mal rüberziehen. Was für ein Szenario wollt ihr denn öffnen? Ja, und da habe ich hier, kannst du individuell belegen, das Update sozusagen 2020, One Day, und dann lädt der Forex Bull sozusagen hier unten sichtbar all meine ausgewählten Währungspaare ein und stellt sozusagen einen Summenzug der Pattern zusammen, beziehungsweise der entsprechenden Long-Short-Pattern. Jetzt haben wir hier gleich die interessante Konstellation, dass der sozusagen diese Pattern, jetzt hängt er gerade aufgrund der Internetleitung, ist aber kein Problem, der wird schon gleich fertig werden. Jetzt rechnet er das durch. Murphy's Law, ich glaube, ich habe zu viel Background-Programme, aber da haben wir es schon. Jawohl, Zusammenfassung wurde hier gespeichert. Fertig. Jetzt haben wir sozusagen dieses Szenario, dieses Gebilde mal hier dargestellt im Rahmen der Möglichkeiten, die der Forex Bull für den heutigen Handelstag aufzeigt. Spannend, wie ich finde. Britisch Pfund Neuseeland-Dollar übrigens hier neutral als weißes Paar gekennzeichnet in der Mitte, weil wir hier bullische und bärische Pattern haben und sozusagen eine Pattsituation vorliegt. Neben dem, dass die Häufigkeit der Pattern eben auch zu wünschen übrig lässt. So, oben sind die bullischen Pattern strukturiert aufgereiht und unten die bärischen. Das ist, wie gesagt, hier sozusagen nochmal ein zusätzliches Feature, was die Analyse vereinfacht, um eben die entsprechenden Währungspaare zu identifizieren. Jetzt haben wir das Szenario angelegt. Wir sehen, welche Patterns sind Long und Short. Und man kann jetzt, da komme ich zum nächsten Tool, sich der Kristallkugel noch bedienen. Hier, ich zeige es einfach mal, um direkt einzusteigen, haben wir dann letztlich auch eine Tagesvorausschau. Die Gesamtprognose bezieht sich hier auch auf eine Kristallkugel, die man über 2 Tage macht, über 3 Tage macht, sozusagen im Rahmen eines Summenzugs letztlich als Entwicklungsprognose, bullisch oder bärisch, dann sehen wir hinten auch noch die Stärke der jeweiligen Signale. 4 Signale sind stark, also das ist ein starkes Pattern, dann gibt es eben auch Pattern, die haben nur 2 oder 1, Schrägstrich, wenn es gar kein Pattern gibt, fehlt eben die Zeile völlig. Und wenn es einen Mix gibt, wo jetzt hier eine Unklarheit herrscht, eben wie neutral, britisch Pfund, Neuseeland-Dollar, dann haben wir auch das hier zu stehen. Diese Kristallkugel filtert sozusagen vorab schon mal die Währungspaare und wirft, das ist jetzt auf dem anderen Bildschirm entstanden, ich schiebe es mal rein, hier auch nach einzelnen Währungen unterschieden die bullische und bärische Ausrichtung aus. Und jetzt sehen wir, aha, heute scheint der kanadische Dollar einen recht bullischen Tag genießen zu wollen. Das ist etwas, was die Kristallkugel zusätzlich zu den Pattern sozusagen auswirft, wo man sagt, die Pattern werden gefiltert, hier nach Long und Short. Und bei der Kristallkugel bekommt man nochmal einen Gesamtüberblick, welche Pattern sind besonders stark, welche Pattern sind besonders schwach, Schrägstrich vielmehr, welche Währung hat heute hier einen Fokus zu genießen. Ja, da sehen wir Cut bullisch und Schweizer Franken eher bärisch. Dann kann man hier im Einzelnen dann auf die jeweiligen Währungspaare dann noch klicken, um sich sozusagen einen Überblick zu verschaffen. Und heute ist hier das stärkste Pattern beim Neuseeland-Dollar Yen zu finden. Rufen wir das direkt mal auf. Da haben wir es. Ich würde auch sagen, ich rufe gleich mal den Chart auf, den Live-Chart, damit wir uns das auch gleich mal live angucken, was der Neuseeland-Dollar hier macht und inwiefern das überhaupt heute von Interesse ist, weil, wie gesagt, die Pattern selbst zugegebenermaßen heute nicht ihren stärksten Tag aufweisen. Ich will sagen, das ist fast Murphy's Law. Ich habe aber einige Beispiele für euch mitgebracht, wo man einfach auch sieht, wie funktionell die Pattern durchaus sind, beziehungsweise wie man diese auch nutzen kann. Und da gehen wir dann eben auch ein Stück weit in die Praxis, um zu visualisieren, wie ich am Ende des Tages hier vorgehe. Also wir sehen jetzt hier erstmal einen Long-Pattern-Vorschlag für den Neuseeland-Dollar-Yen. Hier möchte ich gleich ergänzen, was das Tool als zusätzliches Feature aufweist, ist eine Wochenstatistik, die denn da nichts anderes unterstreicht als, wie verhält sich das Wochenverhältnis, beziehungsweise die Wochenvolatilität zum jeweiligen Währungs
Paar und wie ist denn die Stärke? Sprich, ist es ein positiver oder ein negativer Handelstag? Und jetzt gehen wir direkt mal auf den Neuseeland-Dollar-Yen. Sicherlich exotisch, aber auch von Interesse, weil wir haben heute ein bullisches Pattern. Wir haben aber heute, und hier ist entsprechend die Tagesvolatilität zu sehen, starke Tage rot, schwache blau, hier der Durchschnitt der Woche. Und hier haben wir unten, das ist das Interessante an der Geschichte, einmal eine Overall-Wochentendenz, das heißt tendenziell, was ist auf Gesamthistorie gesehen der stärkste Wochentag und was ist sozusagen hier auf 52 Wochentage gesehen der stärkste Schrägstrich schwächste Tag. Diese Prozentzahl hier sagt aus, in wie vielen Fällen der Tag positiv endete. Also die Idee, die Logik heißt hier bei der Wochentagsstatistik, heute Donnerstag Neuseeland-Dollar-Yen, in 47% der Fälle wurde während der letzten 52 Wochen ein positives Tagesergebnis erzielt, also schwach. Passt nicht zum Pattern. Im Gesamtoverall sind wir hier bei 52%. Das ist ein Stück weit über dem Münzwurf, kann man akzeptieren, aber interessant auch hier zu sehen, dass zum Beispiel der schwächste Wochentag hier der Dienstag ist. Oder gibt es eben verschiedene Währungspaare und eben auch verschiedene Auswüchse, wo man einfach sagt, hier an bestimmten Tagen, zum Beispiel British Pfund, zum Wochenauftakt eher stark, zum Wochenende hin eher schwach, Freitag sogar im Overall unter 50% tendenziell ein sehr schwacher Währungstag. Und so geht man dann praktisch hier gern auch, wenn man ein Tagespattern hat, auf das jeweilige Währungspaar und schaut sich dann einfach mal an, wie sieht denn hier zum Beispiel die Tagesstatistik aus? Gehen wir auf den US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Der hat zum Beispiel, ho hey, am Montag während der letzten 52 Wochen aber einen grandios schwachen Auftakt. Das ist sehr interessant zu wissen, wenn man am Montag beispielsweise ein bärisches Pattern zum US-Dollar-Cut hat. Heute ist Donnerstag, hier haben wir ein bärisches Pattern, aber leider Gottes ist heute der Donnerstag eher ein positiver Handelstag. Das ist einfach eine zusätzliche Indikation, die man nutzen kann als Information, um seine Trades noch ein Stück weit mit statistischem Background zu untermauern. Und zur Vorgehensweise, die Wochentagsstatistik schaue ich mir gern an bei einzelnen Paaren, gerade wenn die Pattern sozusagen auch stark sind, sind aber für mich jetzt nicht das Entscheidende. Entscheidend ist für mich vielmehr die Trendbewegung, auch die Überhitzung durchaus und wie denn der Chart konkret aussieht. Und wenn wir jetzt beim Neuseeland-Dollar-Yen direkt mal sind, schiebe ich euch den Chart mal direkt rein, den Live-Chart, macht den Forex-Bull auch gleich mal ein bisschen kleiner, sodass wir das Pattern auch noch direkt daneben sehen. So. Kristallkugel habe ich euch gerade gezeigt. Wie man die anlegen kann, wenn es interessiert momentan, zeige ich euch das auch noch. Ist aber wie gesagt auch relativ selbsterklärend, weil Kristallkugel bearbeiten und dann könnt ihr euch hier verschiedene Kristallkugeln sozusagen erstellen, um so eine Gesamtvorausschau zu erhalten. So, jetzt haben wir Neuseeland-Dollar-Yen gestern Abend 23 Uhr schon mit einem bullischen Pattern gehabt und hier zur Vorgehensweise der Tipp der Tipps nutzt in jedem Falle natürlich die entsprechenden Charts im 15-Minuten-Zeitfenster. Tiefer würde ich nicht gehen, höher muss man auch nicht gehen. 15-Minuten-Chart geradezu ideal. Habt ihr einen schönen Rückblick auf eben den Vortag. Wenn man ins Minus geht, habt ihr auch noch die ganzen Vortage. Und hier sehen wir, das kann man mit dem ersten Blick schon identifizieren, dass wir ja seit dem Wochenauftakt schwächer notieren. So, das ist nicht so schön, weil Trendfolgen, die Pattern vom Forex Bull ja am besten anzuwenden sind. Also wäre es schöner gewesen, wir hätten hier ein Long Pattern. Haben wir aber nicht. Neuseeland-Dollar-Yen wurde, wie gesagt, hier orakelt mit einer starken Tendenz. Und jetzt würde ich auch oder plädiere dafür, liebe Teilnehmer, dass man nicht hier abends 23 Uhr oder in der Nacht um 3 jetzt schon anfängt, diese Pattern zu handeln, sondern von der Logik her warten wir die Asia-Session ab. Ja, das ist hier dieser Handelsbereich, dieses Rechteck. Im Übrigen auch hier der Aufruf, wer von euch, und da bitte gerne mal Ja reinschreiben, ein Interesse dafür hat, auch so ein Template zu erhalten, wie wir hier sehen. Ja, also dieses Template schnitzen wir sozusagen auch in ein Muster, was ihr euch dann sozusagen aufsetzen könnt, sodass ihr die Asia-Range erfassen könnt, beziehungsweise auch die Vortageshoch und Tiefs etc. im Chart seht, sodass ihr da einfach einen ähnlichen Chart habt, um das Ganze zu definieren. So, wer das mag, schreibt ja rein. Wir planen nämlich hier dann sozusagen auch ein Update vom Forex Bull und das kleine Highlight, ich möchte es schon mal mitgeben, ist auch, dass wir hier einen Expert Advisor haben, der, und damit haben wir auch schon aktiv gearbeitet, beziehungsweise befindet sich seit einigen Wochen im Test, der dann sozusagen hier auch den Ausbruchshandel, auch die
Risk- und Management-Parameter mitverwaltet. Und das ist ein sehr schönes Tool, weil man als Berufstätiger sozusagen frühs die Pattern aufsetzt, entsprechend nach Beschau der Charts, entsprechend nach der Pattern-Logik, schiebt man sozusagen den Algorithmus in das Währungspaar hinein und dann handelt der sozusagen automatisch das Signal. Und jetzt will ich zu der Sache kommen, die wichtig ist. Wir betrachten eben hier die Asia-Range, das ist entscheidend, von 23 Uhr bis 7 Uhr und MEZ, beziehungsweise halt GMT. Und dann ist es so, der Markt wird dann hier an der Stelle erst interessant, wenn die Asia-Range beendet ist. Denn, und das werdet ihr auch sehen oder wissen, wenn ihr hier die unterschiedlichen Pattern verfolgt habt der Vergangenheit, dass der Markt erst triggert, wenn die Asia-Range verlassen wird. Und wir sehen hier schon mal das komplette Falling Out aus zwei Punkten. Und das steht auch so in dem Handbuch, was jetzt in Kürze wieder über den Tisch geht, nur damit ihr es wisst. Für die Aktivierung eines Signals muss der Preis, in dem Fall bei einem Long-Pattern, über dem Pivot Point sein. Und der Pivot Point ist hier oben. Das ist auch das Hoch der Asia-Range, also meilenweit weg vom Preis und auch idealerweise natürlich über dem Open Price. Der Pivot Point selbst ist sozusagen der Fingerabdruck des Vortages, sozusagen der Mittelwert vom Vortag. Und wenn man den Forex Bull für den laufenden Handelstag anwendet, sollte der Preis, schrägstrich muss der Preis, den Pivot Point überschreiten, also sozusagen die Mid-Range vom Vortag, um das Long-Pattern zu aktivieren. Wir sehen hier, so schön das bullische Pattern auch in dem ersten Anschein daherkam, der Preis hat ja in der Asia-Range komplett nach unten gedreht und hat auch hier komplett die Tiefs rausgenommen. Ja, das theoretische Tief lag hier bei 70 Yen, rund 70 Yen 68. Da sind wir ja jetzt noch drunter. Schaut euch das an. Also das Pattern hat sich im Übrigen direkt schon während der Asia-Session erledigt. Ja. Hätte sich der Neuseeland-Dollar-Yen hingegen hier stabilisiert, hier einen Boden gebildet im asiatischen Handel und wäre dann nach oben gelaufen, dann hätte er eine Fahrradkette, aber er hätte dann den Opening und den Pivot Point überwunden und dann könnte man dieses bullische Pattern durchaus traden bzw. durchaus handeln, um eben hier mit der Pattern-Logik einen Tagesgewinn einzufahren. Aber das Pattern ist hier ja schon rausgefallen aus der Logik, weil auch schon die Tagestiefs, die theoretischen, während des asiatischen Handels unterschritten wurden, der Preis unterm Pivot Point liegt und insofern ist dieses Pattern irrelevant. Solche Paare oder solche Prognosen gibt es natürlich immer und immer wieder. Der Punkt ist natürlich hier, die Prognosen werden abends 23 Uhr erstellt, sodass dann hier praktisch gar nicht abzusehen ist, wie geht denn jetzt die weitere Entwicklung natürlich sozusagen vonstatten. Das heißt, wenn ihr das Tool morgens um 6, um 7, um 8 Uhr öffnet, dann ist natürlich die Asia-Session gelaufen, aber die Entwicklung des Patterns fand ja bis 23 Uhr statt und der Vortag hat sich sozusagen schon zur Hälfte oder zu einem guten Drittel entwickelt. Ja, und das muss man aber berücksichtigen. Das heißt, hier immer diese Signale mit der Asia-Range, mit dem Pivot Point, mit dem Open Price und mit der generellen Trendrichtung in den Einklang bringen. Und insofern kann man klarerweise sagen, dieses Pattern ist heute in Anführungszeichen für die Tonne, also nicht nützlich. Und das sagte ich auch schon, leider haben wir heute wenig Treffer, wenig nützliche Pattern. Und somit ist natürlich hier die FED-Entscheidung von gestern Abend auch noch wirksam geworden über den asiatischen Handel. Und auch das sagte ich gestern im Übrigen im Devisenradar. Ich share euch auch gleich nochmal den Link dazu, dass natürlich die Logik hier, also ich werde erst meinen YouTube-Channel erstmal sharen, fällt mir gerade ein, das machen wir doch direkt mal, dass ihr hier einfach auch wisst, wenn ihr mögt, wenn ihr Zeit habt, natürlich auch gerne im Nachgang, dass ihr hier auf unserem YouTube-Channel reinschaut. Hier ist das Devisenradar mit meiner Wenigkeit und da könnt ihr hier auf dem YouTube-Channel uns folgen, abonnieren und da bekommt ihr im Prinzip immer eine Pattern-Auslese. Und hier haben wir, entweder geht ihr direkt rein, da seht ihr praktisch das heutige Video, wo ich über Euro-US-Dollar und Euro-Schweizer Franken analysiere, bewerte und da haben wir aber auch gestern hier US-Dollar-Yen und Gold am Tag der FED-Sitzung. Da hatten wir nämlich auch wieder bullische Pattern, grandioserweise, die ich natürlich dann hier zum Ende hin auch analysiert hatte. Und ja, es ging in dem Fall sogar auch beim Gold punktuell auf. Hier haben wir auch wieder die Asia-Range. Wir hatten hier ein bullisches Pattern. Schaut euch die Videos auch gerne an. Da erfahrt ihr auch ein Stück weit, wie man mit dem Forex Bull genereller Natur umgehen kann. Schrägstrich, ich zeige es halt hier immer praktisch. Und ihr seht es auch hier, gestern gab es ja noch und nöcher Währungspaare, auch die Kryptos waren relativ weit vorn dabei. Aber wir hatten auch viele, viele andere Pattern, die durchaus sehr, sehr interessant daherkamen. Und nicht zuletzt wollte ich jetzt hier eben auf den Gold-Chart
Preis mal eingehen, und zwar hier, das war die Hammerprognose, und zwar am Montag gab es hier sozusagen den Goldpreis, wo ich hier frühs, ja, zur Uhrzeit 9:30 Uhr den Goldpreis sozusagen schon ansprach mit der Thematik, hey, jetzt gehe ich mal hier auf das, genau, auf das Pattern, mit der Thematik, dass der Goldpreis hier eben das Hoch bei 1.961 vollziehen könnte. Hier sehen wir auch die Asia-Range wieder hier in der Mitte, dunkelblau den Pivot-Point, sozusagen das bullische Pattern, interessant, zumindest auch aktiv, weil über dem Pivot-Point, über dem Open-Price, und dann kommt die Asia-Range dazu. Also entweder breakt der Preis den Pivot-Point oder das Hoch der Asia-Range, und das dient dann sozusagen als Entry, als Einstieg, um den Trade sozusagen zu erfassen. Und jetzt habe ich hier den Artikel auch nochmal natürlich verfasst, um das Ganze aufzuzeigen, weil am Ende des Tages war das sozusagen die Entwicklung der Forex Bull, wies oder rief hier ein Tief bei 1.140 auf. Das Tagestief war bei 1.139. Die Cents vergessen wir jetzt mal, das ist nicht mal ein Dollar Unterschied. Ja, aber hier das Tief wurde nahezu punktuell getroffen, und jetzt kommt das Hoch hier 1.961,24, und das tatsächliche Hoch lag bei 1.962,40. Das zeigt nur, wie auch punktuell dieser Forex Bull die Prognosen auswerfen kann, aber natürlich auch nie so punktuell treffen muss. Hier geht es, und das will ich nochmal verdeutlichen, um die grundsätzliche Einschätzung, dass der Handelstag, und das war der Montag, schaut euch das an, starkes Pattern, 306 Wiederholungen bei 86%iger Trefferquote. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der hier auftritt und den Tagesschluss positiv macht, war durchaus statistisch hoch. Er hätte es auch nicht machen müssen, wenn er nämlich hier ein neues Tagestief gemacht hätte, insbesondere das Vortagestief unterschritten hätte, hätte Fahrradkette, aber das sind eben genau die Kausalitäten, die man hier in Erwägung ziehen muss. Macht er nämlich eben hier einen Bruch des Vortagestiefs bei einem Long Setup, Schrägstrich verlässt klarerweise die Asia Range unterhalb des Pivot Points, dann hat sich so ein Long Setup erledigt. Das muss man ganz klar wissen. Aber nichtsdestotrotz, die Trendrichtung hat natürlich in dem Fall gestimmt. Tief hat hingehauen mit Ausbruch auf neue Tageshochs, Schrägstrich verlassen der Asia-Range, aktivierte sich das Pattern. Und wir werden hier natürlich immer wieder auch Beispiele liefern. Hier hatten wir auch den Volltreffer sozusagen vom 14.09. Das war hier auch ein Währungspaar der zweiten Reihe, nämlich hier British Pfund Cut in dem Fall, der auch hier mit dieser Pattern-Logik einherging. 62%ige Trefferquote, 268 Erscheinungen, auch stark. Und hier haben wir auch den Algorithmus aufgesetzt mit, hier, ich erlaube nur Käufe und ich erlaube nur Verkäufe. Und am Ende des Tages kam hier, schönes Beispiel, mit dem Ausbruch aus der Asia Range, oberhalb dem Pivot Point, oberhalb des Open Prices, dann hier der Long Entry und das Setup, und der Preis spulte sich nach oben. Hier muss man natürlich auch wieder sehr individuell ansetzen, wie ich das Tool nutze. Wir haben hier bei uns die fixe Logik, mit 2,5R den Gewinn mitzunehmen. Ob jetzt das Tageshoch erreicht wird oder nicht oder wo auch immer das liegt, man muss hier betrachten, ab wann man vom Entry ausgehend mit dem Stop-Loss entsprechend gesetzt den Take-Profit in Erwägung zieht. Und da schließen wir in der Regel mit 2,5R plus. Das heißt, selbst bei einer Trefferquote von unter 50% ist dieses System profitabel, weil man zumindest immer mehr als das Doppelte des eingesetzten Risikos verdienen will. Jetzt kommt natürlich der Punkt zum Tragen, dass die Währungen nicht immer so ein starkes Momentum entwickeln und man hier natürlich auch häufig auf Einstand ausgestoppt wird, beziehungsweise der Trade manchmal nicht bis zum Take-Profit läuft. Und hier haben wir die Regel, dass wir ab 21 Uhr mitteleuropäische Zeit die Trades schließen. Automatisch schließt sie der Algo oder man schließt sie manuell. Letztlich ist es so, dass man da rausgeht und sagt, okay, jetzt will ich erstmal eine Beruhigung vorwegnehmen, denn ab 21 Uhr spätabendlicher Handel, Beginn der Asia-Session, da ist das Pattern eh dann schon ausgelaufen, rein von der Tagesprognose her, endet natürlich der Tag alsbald und dann ist sozusagen Schicht im Schacht. Und das heißt, hier muss man dann individuell auch Trade-Management betreiben. Nimmt man einen Trailing-Stop, nimmt man diesen Trade vielleicht auch als Ausgangspunkt für einen Swing-Trade. Hier gab es zum Beispiel beim britischen Pfund oder beim Euro gegenüber dem britischen Pfund eine hervorragende Entwicklung. Jetzt muss ich ein bisschen weiter zurück. Das war nämlich hier der Euro gegenüber dem britischen Pfund, der hier sozusagen ein Pattern an den Tag legte, wo man dann sozusagen auf Daytrading-Basis einen perfekten Einstieg finden konnte. Ja, hier war der Entry, um dann auch diesen
Trade sozusagen auszubauen und möglicherweise als Swing Trade fortzusetzen. Man kann ja auch ohne Zweifel natürlich einen Teilverkauf der Position vollziehen, wenn man sich auch das große Chartbild betrachtet. Und hier schrieb ich ja auch, dass generell hier Potenzial auf Tagesbasis im Bereich Richtung 0,90 gegeben ist. Wir wissen jetzt, dass er sogar noch viel weiter lief, aber der Forex Bull lieferte hier auch einen interessanten Einstiegszeitpunkt auf Intraday-Basis, um sozusagen hier den Trade zu platzieren und dann auch diesen aus einem Intraday-Trade heraus möglicherweise auch als Swing-Trade zu gestalten. Und da kann man auch beim Forex Bull weiteres tolles Feature, wie ich finde, hier auch sich einer Saisonalität bedienen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar haben wir hier bei Tools, wie gesagt, einiges mehr. Sehr interessant für mich die Wochenstatistik, sehr interessant der Saisonalitätsindikator und die ADX-Liste schaue ich mir auch gern an. Wirtschaftsdaten, Überblick der prozentualen Veränderungen, Berechnung Fibonacci, Spreadkosten, das sind Features, die kann man nutzen, muss man aber nicht. Meine Top 3 Wochenstatistik, Saisonalitätsindikator und auch die ADX-Liste. Momentumwächter kann man auch hier zum Beispiel mal aufrufen, um eben zu sagen, hey, wie ist denn das Trendmomentum? Ja, letzten 6 Monate, 3, 4, letzten 2 Wochen, 1 Woche, seit gestern. Man sieht, okay, der Neuseeland-Dollar-Yen ist in einem Abwärtszyklus, das bullische Pattern nicht ganz so schön. Klar, schöner, wenn man hier gerade wegen gestern und seit 1 Woche ein Plus hätte. Das sind Features, die man ergänzen kann, um seine Trendrichtung auszuloten. Aber das Tool, wie gesagt, Saisonalität, ich will es euch zeigen, das ist hier das Feature, was ich sehr, sehr interessant finde. Auch hier könnt ihr Währungspaare auswählen, entsprechendes Währungspaar. Da haben wir hier sozusagen die Maximumzahl der entsprechenden historischen Daten. Die reichen je nach Währungspaar bis in die 90er zurück, bis in die 80er zurück. Es gibt wirklich Währungspaare, die haben sehr lange Historien. Ich würde hier die letzten 20 Jahre immer fokussieren. Da seht ihr auch, dass wir hier saisonal gesehen beim Euro gegenüber dem britischen Pfund eine sehr, sehr schöne Phase vor uns liegen haben. Und das war auch das, wo ich hier auch schon drauf schielte mit diesem Intraday-Pattern von Anfang des Monats, weil der September eben beim Euro gegenüber dem britischen Pfund eine eher bullische Ausrichtung genießt. Also hoch, hoch spannend und in dem Fall wichtig hier diese Nuancen zu kennen und auch zu unterscheiden, natürlich, wie ich den Forex Bull interpretiere und anwende. Und ich will meinen, jetzt haben wir so ein bisschen den Querschnitt, die Querbeschau mal erhalten, um sozusagen in das Tool einzusteigen. Ich hoffe, jedem ist klar, wie man es downloadet, wie man es anwendet, wie man vor allen Dingen sein Szenario definiert. Wir werden, wie gesagt, hier auch Kurzclips noch erstellen. Schrägstrich, das Template ist ja in Arbeit. Schrägstrich, der Algorithmus ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen bekommen. Jetzt muss ich mal durchgehen. Funktioniert es auch auf MetaTrader 5? Also das Template derweil nicht. Das will ich gleich vorweg sehen. Das Template ist momentan für den Vierer, aber MetaTrader 5 ist schon in Arbeit. So. Geht das, läuft das Ganze auch für Mac? Es gibt im Prinzip ja Robert, das war Robert von der Fragestellung her. Der Forex Bull selber ist natürlich hier ein Tool, das man ja nur auf Windows-basierende Systeme anwenden kann. Freilich kannst du es mit einem VPS-Server lösen und ich, direkt mein Nachbar hier aus dem Haus, hat auch selber natürlich eine Windows-Oberfläche sogar auf seinem Apple mittlerweile laufen. Da gibt es sozusagen tolle Add-ons, die hier die Möglichkeit eröffnen, auch Windows-Programme sozusagen als zweite Instanz auf dem Apple zu fahren. Also es sollte keine Hürde und kein Problem mehr sein. So, ansonsten Alex fragt nach dem Handbuch. Wie gesagt, Demo-Version, wenn das Handbuch online ist, ich denke, Korrekturlesung, ein Stück weit Design muss auch noch rein, Inhaltsverzeichnis finalerweise noch anlegen. Ich denke, es wird noch eine gute Woche brauchen, bis es fertig ist. Dann würdest du, wenn du das Programm zum Testen runterlädst, hier eben zum Programm dann das Handbuch, da wird man dann am besten auch noch Handbuch direkt definieren. Ja, also Handbuch zum Programm, da wirst du das dann hier finden. Das heißt, wenn du die Demo, die Testversion dir runterlädst zum Probieren, findest du dann auch hier in Kürze diese aktualisierte PDF. Ansonsten gerne eine E-Mail an support@jfdbank.de, dass du um separate Zusendung des Handbuchs bittest. Dann können wir dir das auch zur Verfügung stellen. Gar kein Problem. Aber Ehre mit Werle. Ansonsten fragt Marco, ob wir das jetzige Webinar online stellen. In dem Fall gab es heute keine Upload-Probleme bzw. Internet-Bugs. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das heute in jedem Falle online stellen, sozusagen als Workshop-Einweisung in den Forex-Bull und gern auch als Aufzeichnung natürlich dann an alle registrierten Teilnehmer versenden. Ich will meinen und hoffen, dass hier die eine oder andere Frage gelöst werden konnte.
Gebt mir doch mal kurz ein Feedback, was euch speziell gefallen hat. Also was fandet ihr heute sehr gut, damit ich das sozusagen auch mitnehmen kann für zukünftige Workshops, für den zukünftigen Workshop im Oktober. Da gibt es ja dann gleich den nächsten. Und auch hier, gerade mit euren Anregungen, Fragen und Inhalten, kann ich euch schon sagen, dass der, und da werdet ihr auch gern informiert, solange euch da nicht austragen lasst. Wir haben nämlich hier zum Oktober bereits am 17. Vielmehr, das war der 17. September, excuse me, kleine Korrektur, am 15. Oktober das nächste Webinar im Rahmen des Workshops. Und wer da natürlich Fragen hat, kann gerne im Vorfeld auf uns zukommen, beziehungsweise hier individuelle Kontaktaufnahme betreiben. Das heißt, unser Support leitet die E-Mails an mich weiter. Schrägstrich, natürlich steht hier wie im Tool selbst ja zu sehen, der Stefan zur Verfügung. Hier nämlich als Kontakt. Ups, jetzt habe ich die Hilfe hochgeladen, nämlich das Handbuch. Das ist das alte Handbuch V188. Und ihr seht, das sind hier 33 Seiten. Das neue ist kürzer, und wie gesagt, absolut geupdatet. Das hier ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, obgleich auch hier, wenn man durchscrollt, Erklärungen zu verschiedenen Tools gegeben sind, beziehungsweise wie man ein Szenario aktiviert. Also wie gesagt, ein Haufen Informationen. Das ist aber im neuen Handbuch strukturierter. Was ich sagen wollte, hier zum Programm, da haben wir es, gibt es im Prinzip hier die E-Mail-Adresse vom Stefan, die könnt ihr kontaktieren, Schrägstrich eben info@forexbull.de. Ansonsten, wie gesagt, gern bei uns nachfragen und dann helfen wir auf jeden Fall. So, dann Marco an der Stelle erstmal auch vielen Dank für das Feedback. Wenn es dir geholfen hat, wenn es dir Einblicke liefern konnte, dann ist es ja genau das, was wir tun wollen, worum es geht, was unser Ansatz ist. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, liebe Teilnehmer, ich möchte es an der Stelle nochmal zusammenfassen. Hier ganz, ganz wichtig, dass man dieses Tool als Trendindikation sieht, die jeweiligen Hoch- und Tiefs jeweils eben am Vortag, in dem Fall ja sogar auch noch im Rahmen der Fed-Entwicklung, auch der Fed-Folgen über der Nacht, ja, entwickelt werden und es hier natürlich nie Garantien gibt, dass genau die Hoch- und Tiefs erreicht werden, aber es erstaunlich viele Treffer gibt, die genau diese Parameter einhalten, Schrägstrich über die prognostizierten Ziele dann auch gerne mal hinausschießen. Und am Ende ist es auch wieder ganz wichtig, die Diversifikation. Diversifikation, klarerweise handelt hier nicht unbedingt immer nur euer Lieblingspaar. In dem Fall zum Beispiel, ich weiß es ja, alle lieben den Euro-US-Dollar und klar, da ist auch das größte Handelsvolumen, aber natürlich muss ich hier nicht immer unbedingt nur Euro-US-Dollar handeln und dieses Tool dafür nutzen, eben ja den Euro-US-Dollar zu handeln, sondern ich zeige es einfach nochmal gern hier. Nutzt die 28 Crossrates plus Gold und Silber gern, aber auf jeden Fall die 28 großen Währungen. Und dann habt ihr einfach für den Handelstag eine sehr schöne Auswahlbasis. Und der Forex Bull nimmt euch hier die Arbeit ab, diese 28 Paare nach einzelnen, sage ich mal, interessanten Chartformationen zu filtern, sondern ihr seht es einfach dann hier, wenn ihr dieses Szenario nur auf die 28 Paare definiert, welche Paare sind denn statistisch heute long oder short interessant, dann gibt es eben hier die Beschau des Charts. Und hier ist wichtig, wie gesagt, schaut auf den Pivot Point, auf den Open Price, auf die Asia Range, nehmt auch gerne das Vortageshoch und Vortagestief mit in die Beschau, auch gern vor Wochenhoch, vor Wochentief. Und das könnt ihr aber auch alles, das will ich an der Stelle gleich ergänzend erwähnen, bei uns bei JFD mit den Add-ons sozusagen einladen. Ja, also das ist hier zum Beispiel, wenn ihr auf Trading geht, Plattformen, hier zum Beispiel auch MetaTrader 5 direkt, 4, Entschuldigung, 5 aber natürlich auch. Da haben wir hier unser Add-on-Paket. Und da bekommt ihr im Prinzip einen schon vorgefertigten Indikator, der die jeweiligen Hochs und Tiefs definiert, der den Pivot Point integriert. Das heißt, ihr habt hier im Prinzip auch schon die Möglichkeit, euren individuellen Trading Desk herzurichten. Und wer die Add-ons noch nicht hat, auf jeden Fall testen. Und dafür vielleicht gleich auch nochmal der Hinweis, bieten wir natürlich immer und immer wieder auch Add-on-Webinare, wo ihr gern, da bin ich in der Regel zuletzt verstärkt der Markus zu sehen, wo wir dann hier auf diese Add-ons eingehen. Jetzt muss ich mal schauen, wann das nächste Add-on-Webinar ist. Ich meine, es ist Ende September, da haben wir es, am 24. Da gibt es im Prinzip hier auch immer eine Einweisung zur Nutzung. Und da könnt ihr auch gern direkt mich, Schrägstrich Markus, fragen. Ja, wie ist denn das mit dem Vortageshoch? Auch hier gilt die Interaktion und da seid ihr aufgerufen, mit uns in den Kontext zu treten. Okay, jetzt haben sich schon einige Teilnehmer verabschiedet. Ich will auch langsam zum Ende kommen. Die gute Stunde ist geknackt und ich will hoffen, ihr habt den Content erhalten, den ihr euch gewünscht habt. Ich hoffe, ihr konntet Mehrwert rausziehen. Wenn ja,
gern den Daumen hoch auf YouTube beziehungsweise gern auch positives Feedback an unseren Support. Und dann verbleibt mir eigentlich nichts anderes, als euch einen wunderschönen Handel zu wünschen. Und am Ende des Tages wichtig, mit wem ihr handelt. Und da solltet ihr wissen, JFD, unser Motto von Trader für Trader. Denn wo sich wahre Trader zu Hause fühlen. Also, in dem Zusammenhang, Happy Trades. Euer Chris sagt gleich Tschüss. Viel Erfolg bei allem, was ihr angeht. Und ich hoffe, bis bald.